Guck mal, gab's eine Freie auf. So schaut wer aus, der beim Zahlen vom Abendessen sein Brüllen an der Bar liegen lässt. Am weit entferntesten Strand, circa 25 Minuten vom Hauptstrand entfernt, in eine Richtung. Dann hole ich meine Brille und marschiere 25 Minuten wieder zurück. Perfekt, oder? Aber was will man mehr? Wenigstens ist die Aussicht super. Wenigstens passt es. Und es ist halt echt schön hier. Was will man machen? Go, Ivan, go. Wie man bei der Gaming-Sprache sagen würde, ich versuche einen Speedrun. Auf Steinen, die so scharf sind wie Glas. Aber oh, selber schuld. Euch noch. Schönes Weiterschauen. Tschüss. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. We'll be right back.
Music Licensing Reimagined. Jetzt mein Finger im Bild. Guten Morgen, es ist in der Früh, wieder mal. Ja, muss ich sagen, Chwar ist vorbei. Jetzt waren wir von Dienstag, von Mittwoch. Dienstag haben wir nur aufgebaut und waren was essen. Kannst jetzt nicht so einen Tag. Ja, von Mittwoch bis Samstag waren wir jetzt da. Und anfänglich haben wir zuerst gedacht, ist jetzt nichts so Besonderes hier. Aber im Endeffekt haben wir Blick aufs Meer. Blick aufs Meer. Quasi ein Strand da. Ein super Platz. Den füllen wir auch noch einmal gleich kurz ab. Platz fürs Motorradl, Stromanschluss, Wasser. Saubere Toiletteneinheiten und Dusch und so weiter. Leute sind freundlich. Stadt an sich war cool. Trotz Vorsaison ist schon ziemlich viel los. Trotzdem hat ja jeder gesagt, es war intelligent und empfehlenswert, dass wir Vorsaison gekommen sind, weil spätestens in 14 Tagen ist da quasi die Hölle los. Die Strände, die wir besucht haben, insgesamt waren das 3. Pocoinha Beach, dahinter Mekečevica Beach und Dubovica Beach. Pocoinha waren wir nicht baden, da war einfach viel zu viel los, da haben wir einfach nur was getrunken und haben quasi uns die Location angeschaut. Mekečevica war die Wanderung und das Brüllen vergessen wert. Also hat sich definitiv ausgezahlt. Und ja, und gestern war genauso eine geile Wanderung, wie ihr es vorher gesehen habt, ne? Bergauf, bergauf. Sind zwar nur 550 Meter, wirkt mehr wegen der paar Höhenmeter und weil es so ziemlich steil ist. Also nicht mit Schlapfen oder mit Flipflops gehen, unbedingt Schuhe anziehen. Beachbar war cool, das Mini-Restaurant war eigentlich auch cool. Die haben halt Fisch, also frischen Fisch und ein paar von diesen einheimischen Geschichten, frisches Brot, gutes Olivenöl, also alles in allem echt super. Die Bucht war schön, das Wasser war sauber und jetzt sind wir am Zahnpacken und dann geht es weiter nach Brela. Brela ist in Makarska und dort fahren wir hin und ja, und dort fahren wir zu einem Campingplatz, an dem wir voriges Jahr schon waren. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Bis dorthin, viel Spaß. So, das ist der Campingplatz, beziehungsweise das war der Campingplatz. Motor alles aufgelegt, Sachen sind zusammengepackt. Da oben, das ist die Kühleinheit, da kann man einen Kühlschrank quasi beziehen, falls man keinen hat. Da sind die Reihen für die Zelten, da oben sind wieder Autos. Da oben sind WCs, die besten Stühle der Welt und das war unser Platz. Da seht ihr die Lisa, wie sie Gölsen da schlagt. Gölsen da schlagt. Und Ameisen vernichtet. Und das war unsere Aussicht.